Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Hallo und herzlich willkommen zurück mit Desaster zu einer neuen Folge Dark Souls Remastered. Und heute geht es in die Tiefen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Liegt wahrscheinlich einfach da dran, weil ja jetzt schon wieder, was weiß ich, 2 Wochen oder so zwischen Aufnahmen war, weil ich nicht dazu kam. Und ja, ich glaube, ich habe da irgendwas vergessen, aber ist jetzt egal. Mir fällt nicht ein, was da noch wichtig sein könnte. Also gehen wir einfach los. Wir haben die Tür nicht umsonst schon das letzte Mal aufgemacht. Wird schon so passen. So, und es geht nämlich auch nicht direkt in die Tiefen. Stattdessen werden wir hier erstmal noch in einem Keller rumwüten müssen. Da warten noch ein paar Überraschungen auf uns. Da müssen wir wahnsinnig aufpassen. Ja, stimmt, hier rechts steht einer, kommt einer. Warten einfach mal. Oh, wow. Trotzdem nicht getroffen. Jetzt heißt es Untiefen, okay. Ich bin gerade nicht sicher, ob es früher die Tiefen oder tatsächlich Untiefen heißt, weil ich kenne es nur als die Tiefen. Wäre ja mal was anderes. Na, so weit reicht eine Helebarde halt auch nicht. Will sonst noch jemand auf die Fresse? Nein. Okay. Da sind nur Kisten. Hier war nichts. Da ist dieser blöde eine Typ. Da ist schon wieder so einer, der einen überraschen will, wenn man die Treppe runterkommt. Da fallen wir aber gar nicht drauf rein. So, der wischt uns auch nicht. Da unten haben wir diesen Metzger-Typen. Der ist sehr, sehr bösartig. Tut nämlich scheiße weh. Aber dafür ist er einzigartig. Wenn man ihn einmal gekillt hat, dann sieht man ihn im Playthrough nie wieder. Und ich glaube, außer hier gibt es den auch nirgendwo sonst. Den sieht man wirklich nie wieder im gesamten Spiel. Genau, hau den kaputt, dann kriegst du hier so direkt einen drauf. Zack. Easy to hit. Ich liebe diese Waffe. Da gibt mal schlappe 1000 Seelen. Und man kann von dem tatsächlich so einen Drop bekommen. Das ist diese komische Papiertüte oder was auch immer das ist. So ein Korb ist das eher. Mit so ausgeschnittenen Löchern für die Augen. Den kann man von dem tatsächlich droppen. Aber ist nicht so dermaßen gut. Ist einfach nur lustig. Ach, anders als diese Scheißhunde. Die man die Treppe runter nicht mal treffen kann, ey. Ich hasse Hunde. From Software, er schafft es auch immer, Hunde so unangenehm wie möglich zu machen, ne? Ich weiß gar nicht, was die von mir weinen. Ich bin Sternzeichenhund, ja? Normal müsste ich eigentlich mehr Probleme mit Katzen haben. Aber in Dark Souls sind Hunde viel schlimmer. Da können die Katzen gar nicht mithalten. Und glaub mir, es gibt einige ungemütliche Katzen. Da gibt es auch nicht. Da bin ich jetzt aber irgendwie skeptisch, weil daran kann ich mich nicht erinnern. Ist das neu oder ist das eine Falle? Das ist schon mal kein Mimik. Ich müsste eigentlich wissen, was ein Mimik ist und was nicht. Vor Sens Festung kommen die nicht, aber ich bin halt paranoid, was das angeht. Ich gehe lieber auf Nummer sicher, bevor ich dann da stehe. So, oh ja, stimmt, da war ein Mimik. Bam. So, jetzt ist sie weg. Hier sind unten sind nämlich noch mehr. Da hinten steht zumindest noch ein Typ. Ich meine, da unten ist irgendwo noch ein Hund. Ich sehe ihn aber nicht. Und der kam jetzt auch nicht direkt angerannt. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich... Oh, ich weiß es nicht. Nur eine Bewertung. Nicht, dass es irgendwie ausschlaggebend wäre, aber... Oh Gott, ich trau mich nicht. Ich trau mich wirklich nicht. Ich weiß nicht, was da unten ist. Müsste dann eigentlich auch von hier da rüberkommen, oder? Ja, jetzt kommt das Scheiß natürlich, ne? Ah ja, da ist er. Hallo. Damit, der ist weggesprungen. Er ist schon wieder weggesprungen. Bleib stehen, du blöder Köter. So. Ah, gut.
Den Trade gewinnen wir. Alles kein Problem. Ich sehe aber echt keinen anderen Weg darüber. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, da runterzufallen. Dann sind meine 10.000 Seelen weg. Was ist mit Rücken? Ja, stimmt, da hinten. Genau, das ist der Pyromant. Ja. Geholfen. Wir waren hier noch ein bisschen den Weg frei. So. Was geht ab? Kein Problem. Seinen Namen vergesse ich übrigens immer, deswegen habe ich noch nie beim Namen genannt, weil ich mir Laurentius nicht merken kann. So assoziiere ich es recht nicht mit Leuten, die in einem Sumpf wohnen. Oh, hello there. Laurentius. Hört sich eher an wie einer von diesen Magiern aus Windheim. Als irgendein Typ aus dem Sumpf, weißt du? Oh, hello there. I'm fine, thanks to you. Mehr hat er nicht zu sagen. Ja, egal. Der geht als nächstes zurück in den Feuerbandschrein und ab dann kann man sich von dem die ersten paar Pyromantien kaufen und die Pyromantie-Flamme, falls man sie nicht schon hat. Wir haben ja unsere von Engi bekommen. Oh, waren das doch echt zwei Metzger? Oh, der ist ja hinter mir. Den habe ich total vergessen. Ah, egal, der kann nichts. Den Two-Hit wir einfach so. Das Schlachtmesser kann man übrigens auch wieder bekommen. Ach ja, da ist der Sack. Ist das sogar ein Fixjob von dem? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Und ja, die haben dieses Schlachtmesser. Schlachtmesser ist ziemlich funny, weil das in Demon's Souls noch extrem stark war. In Dark Souls ist es, glaube ich, aber nicht so doll. Weil mal wieder einzigartige Waffe ohne vernünftiges Scaling. Wenn überhaupt da ein Scaling drauf war, weiß ich schon nicht mehr. So, bei den anderen Schacht, da traue ich mich jetzt nicht runter zu springen. Ich mache einfach mal weiter, bis wir in den eigentlichen Tiefen sind, an dem ersten Leuchtfeuer. Ah ja, da oben sind sie doch schon. Diese Scheißviecher. Kann man nur so wahnsinnig schwer treffen, guckt euch das an. So, du scheiß blauer Vieh. Das ist übrigens einer der Gründe, warum es mega geil ist, direkt so eine magische Waffe zu haben. Denn die Dinger haben extrem hohen Widerstand gegenüber jeglichen physischen Schaden. Aber so gerade Feuer mögen die überhaupt nicht. Und mit Magie und Blitz und so weiter umgeht man halt zumindest die hohen Verteidigungswerte, die haben. Ich weiß nicht, wie effektiv Magie-Blitz ist. Ich weiß halt, dass Feuer sehr effektiv ist. Ich schätze mal, Magie und Blitz ist eher so normal. Ja, als ob ich da nicht sehen würde. Das ist übrigens ein super Spot, um grüne Scherben zu farmen, weil die Dinger grüne Scherben droppen können. Und jetzt scheint man sie auch etwas einfacher runterschießen zu können. Früher war das immer eine Qual. Ja, stimmt, ich brauche die gar nicht runter zu schießen, weil wenn man nah genug rangeht, dann fallen die auch von selber runter. Oh, es waren ja zwei. Oder ist jetzt einfach noch nicht tot? Nee, der ist einfach noch nicht tot. Okay, das hat nicht gereicht. Man darf halt nur nicht... die dürfen halt bloß nicht auf einem drauf landen. Dann tut's richtig weh. Ja, der steht hier einfach nur rum und guckt zu. Hast du gut gemacht, Junge. Brauchte man hier einen Schlüssel? Ja, aber wir haben den Generalschlüssel. Ha! Das ist nämlich auch so eine Sache. Sonst kommt man hier nämlich so normal gar nicht rein. Es sei denn, man hat den Generalschlüssel. Gut, dass wir den haben. So. Hier das nächste Leuchtfeuer. Und ja, für grüne Scherben, dass man halt für ein paar verschiedene Waffenwege braucht. Also eigentlich all diese Elementwaffen, so Feuer, Blitz, ich glaube Magie auch. Während man für die Standardwaffe so bis +5 werden und die Kleintitanitscherben braucht, wenn man dann ab +5 das auf
Feuer, Blitz oder Magie macht, dann braucht man ab dann grüne Scherben statt Titanitscherben. Aber das werden wir später auch noch sehen. Ja, stimmt, ich habe ja jetzt die bodenlose Kiste. Da müsste ich eigentlich mal jede Menge Kram hier rein tun. Das mache ich aber dann offscreen. Damit will ich euch jetzt nicht hier langweilen. Ja, aufsteigen. Weiß ich nicht. Ob ich die Seen nicht lieber aufbewahre, um dann später noch ein paar Sachen zu kaufen zu können. Wir werden erstmal eine Zeit lang hier sein. Ich glaube, das mit dem Einkaufen macht mehr Sinn, wenn wir porten können. Deswegen stecken wir jetzt im Early Game einfach alles in Level und gucken dann später nochmal weiter. So, und jetzt möchte ich schon vermehrt auf Stärke gehen. Noch ein? Ja, komm. Jetzt, wenn wir die Magie mitnehmen, dann müssen wir halt gucken, dass Stärke und Beweglichkeit ausgeglichen ist. So mehr oder weniger. Ich schätze mal, Stärke vorzuziehen ist besser. Einfach, weil wir... Also 16 braucht ihr jetzt so, damit ich die Waffe jetzt auch einhändig tragen kann. Das sollte jetzt der Fall sein. Wir haben ja sogar noch zwei kleine Scherben. Wir müssen nämlich irgendwann das zerbrochene Schwert auch noch auf plus 10 bringen, so wie jede Menge anderer Waffen. Aber können wir ihn auch später machen. In Analondo geht das sowieso viel besser. Denn erst in Analondo kann man überhaupt Bosswaffen schmieden. So, aber reparieren können wir gerade noch. Jawohl, dann haben wir auch fast keine Seelen mehr. Ist komplett weg. Und von hier kann man jetzt übrigens auch Humanity ganz gut farmen, aber das machen wir später, wenn wir hier. Vielleicht mache ich jetzt gerade die Route, aber ich muss jetzt halt erstmal noch gucken, was hier noch so rumliegt und so. Aber ich mache gleich mal einfach einen kompletten Run, sage ich mal, damit ihr das mal gesehen habt, damit ihr schon losziehen könnt und Humanity farmen könnt. Hier haben wir erstmal jede Menge Ratten. Die seltsamerweise immer einen zuerst den Rücken zu drehen, sodass man sie nicht treffen kann, weil sie, ja, das ist geplant. Nee, du gehst einfach hier hin, machst die alle kaputt, die werden sich im Normalfall nicht. Das ist eine große Angst. So. Im Tief muss man nämlich schon ein bisschen aufpassen, weil da Ratten und irgendwelche Kisten sind. Die eine hier, die eigentlich immer rückwärts hier runterläuft und von mir erschlagen wird. Genauso die zwei hier. So. Da haben wir den Kanalkammerschlüssel. Das ist der Schlüssel, den man für das Leuchtfeuer braucht. So, und hier in diesen Gängen muss man höllisch aufpassen. Man sieht es hier schon. Weil hier ganz viele versteckte Fallgruben sind. So schlechte, wenn man runterfällt. Da unten sind auch noch ein paar Sachen. Deswegen will ich da runter. Nur leider sind da auch so ein paar fiese Frösche, die einen verfluchen. Die sind mega ätzend. So, ey. Aber jetzt kommen erstmal Riesenratten. Ach ja, dieser Magier-Typ. Da war ja was. Jetzt fängt er an, die Ratten waffen zu wollen. Nein, ich wollte eigentlich das andere treffen. Autsch! Stirb! Der hat aber jetzt doch schon derbe Schaden gemacht, ey. Holy shit. Dass ihr da immer direkt den Fokus verliert. Und die Ratten, die können ja nichts. Genau, kommt von selber. Man kann ja generell so anlocken, dass man einfach nah genug rangeht. Aber ich mach's jetzt nicht wegen diesen blöden Hexertypen da. Komm schon. Schlag doch bitte zu. Jawohl, direkt mit einem Streich den Schädel eingeschlagen, so muss das sein. Hier haben wir noch eine Ratte. Und bis hierhin ist eigentlich die Route, denn die Ratten hier können alle Menschlichkeit droppen. Und wie ihr sehen könnt, sind das sehr viele. Hier sind auch noch mal welche in den Kisten. Dank Killebade kann man die wirklich aus sicherer Distanz einfach so erschlagen. Da haben wir auch schon eine. Da sind keine mehr. Hier hinten. Ja doch, hier hinten war noch was. Eine große Scherbe. Das ist sehr gut. Könnten wir vielleicht direkt hier in unseren Fangstab stecken. Wenn wir noch mehr OP sind. So, da ist noch eine Ratte.
Überrennen wir jetzt einfach. Oder die fällt da runter. Ist mir auch egal. Man kann auch einfach da drüber springen, aber das will ich jetzt mal nicht riskieren. Immer schön auf den Boden achten. Und dann die Decke natürlich auch, wegen diesen blöden Blobs. Ich bin mir halt jetzt noch sehr sicher, wo die Viecher sind, deswegen achte ich da nicht so drauf. Aber wenn ihr das hier zum ersten Mal spielt, dann solltet ihr tunlichst darauf achten, dass da keine... Ja, guck, hier ist auch so ein Loch darunter. Man hört sie übrigens schon, ne? Hört ihr das? Dieses komische Knarren? Ja, jetzt machen sie es natürlich nicht, ne? Na, das ist jedenfalls von den Fröschen, die da unten sind. Hallo? Hallo? Das ist Riesenratte. Sagt Hallo zur Riesenratte. Die ist eigentlich nicht sehr schwer. Weil die hier nicht reinpasst. Und weil wir so eine dermaßen overpowerte Waffe haben, ist die einfach mal two-hit. Oh cool, die hat sogar noch Menschlichkeit gedroppt. Das ist ja nett. So, hier müssen wir wieder vorsichtig sein. Bisher sehe ich keine von diesen fiesen Schleimis. Komisch, ich dachte, hier gäbe es auch welche. Dann habe ich das vielleicht verwechselt. Das war jetzt der Teil, wo man... da oben, da sind wir hergekommen. Und da war ja noch das andere Leiter, die hinter die Kisten versteckt war. Das ist der Teil. Da kann man die Ratte dann schon erspähen. Aber ja... Ich bin jetzt einfach mal direkt hingegangen. Darüber will ich jetzt nicht unbedingt. Das führt, glaube ich, zu nichts. Aber hier kann man runter. Das hier ist nämlich ein Shortcut. Und der bringt uns jetzt natürlich noch nichts, weil die Tür da noch zu ist. Deswegen bin ich da nicht reingegangen. So, aber hier kann man runter. Ah, man muss doch ganz links vorbei. Okay. Na, bleib doch hier. So, und hier haben wir, glaube ich, ja, die Frösche. Wie auch in späteren Souls-Teilen, wenn ihr ja schon andere Souls-Teile gespielt habt, dann kennt ihr die Frösche ja bereits. Und genau wie in den anderen Teilen, die haben halt immer miese, fiese Statusveränderungen, aber dafür halten die halt echt wenig aus. Und durch Gitter kann man sie auch einfach so schlagen, weil es Dark Souls mit der Kollision noch nicht so genau genommen hat. Und noch eine Seele. Das nächste Scheißvieh. Die Sache ist halt, Fluchresistenz ist in DS1 erstaunlich gering, weil es auch kaum Rüstungsteile gibt, die es überhaupt verstärken. Okay, dann springen halt einfach da runter. Was? Dieses Scheißvieh. Wow, wo kam der jetzt her? Oh wow, was geht hier ab? Nix da. Bam. Oh shit. Oh shit. Wow. Wow, da bin ich ja mal voll in die Scheiße geraten. Leute, das ist das erste Mal, dass ich verflucht worden bin, by the way. Das ist das erste Mal. Am Läuterungsstein hier. Ist ja kein Problem. Das ist mir noch nie passiert. Ja, dann wisst ihr jetzt wenigstens mal, was Fluch ist. Dann sieht man auch da dann. Kennst du das denn Eid? Ich wusste das gar nicht. Ich bin ja noch nie verflucht worden. Das kennst du nicht ohne Scheiß den Eid. Das wäre ja krass. Ich hatte doch einen Läuterungsstein. Ich hatte keinen Läuterungsstein. Fuck, ich war mir sicher, dass wir einen hatten. Wow. Wow. Okay. Wir sind eiskalt verflucht worden. Verflucht nochmal. Ha, der war jetzt aber lustig. Aber da seht ihr es, man hat einfach so wenig Fluchresistenz, dass es einen eigentlich sofort himmelt, wenn man davon erwischt wird. Na, ich wollte eigentlich den Sprint an sich machen, aber egal.
kann ich dir die Route nochmal zeigen. Einfach die Ratten, dann die Ratte hier in der Kiste. Da haben wir auch schon eins. Dann die Ratte da. Die Ratten hier. Natürlich immer schön, ne, nicht direkt weiter rennen, sondern gucken, ob da was leuchtet. Denn deswegen macht ihr das schließlich. So, zu dem Zeitpunkt ist es natürlich noch gefährlich mit den Ratten hier. Aber wenn man das später macht, dann stellen die natürlich überhaupt keine Bedrohung mehr dar. Ich habe jetzt halt immerhin schon mal eine Waffe, die one-shottet. Das ist schon mal sehr gut, wenn man das zu dem Zeitpunkt hier schon hat. Ja, mit dem trade ich häufiger, das ist aber nicht so schlimm. So, dann nur noch die Ratte hier. Und die zwei da in der Kiste. Und dann geht man einfach wieder zurück ans Leuchtfeuer, setzt sich dahin und wiederholt das so oft, bis man die gewünschte Anzahl Menschlichkeit hat. Am besten ist, man setzt die ersten paar... Ach ja, stimmt, das oben ist der Menschlichkeit, nicht der Eid, ich Depp. Kennst du das, die Menschlichkeit? Das kann natürlich auch sein. Naja, jedenfalls macht man das dann, folgt man der Route einfach mal und setzt die Menschlichkeit, die man findet, sofort ein, weil das ja dann die Droprate erhöht. Das heißt, wenn man das ein paar Mal macht und die sofort einsetzt, dann kommt man locker auf 12 Menschlichkeit. 12 ist das Maximum und mit 12 hat man das maximale Finderglück, was man durch Menschlichkeit erreichen kann. Und damit farmt man dann einfach die Viecher, die droppen dann sehr oft Menschlichkeit, also so 3-4 in einer Runde, da alles schon gehabt. Man kann natürlich auch Pech haben, dass man mal nur eins bekommt oder sogar gar nichts, aber eigentlich so 2 oder sogar 3 ist meines Erachtens nach, das kommt schon vor, das ist schon nicht so selten. So, hier haben wir jetzt den Blob. Ich bin ja natürlich auch nach unten später noch, weil ich natürlich meine Seelen wieder haben will. Fluch kann mir jetzt egal sein, verflucht mich jetzt eh schon. So, hier ist der Shortcut, den ich angesprochen hatte. Und da ist die Leiter nach oben. Und Klaffdrache ist von hier aus auch nicht sehr weit. Übrigens, diesen einen Hexer, den ich da gekillt habe, nicht tötet, dann schießt der während dem Bosskampf auf einen mit dem Klaffdrachen. Also auf jeden Fall. Ey, wow. Na, natürlich schlage ich jetzt daneben. Also ja, bevor man zum Klaffdrachen geht, sollte man sich vergewissern, dass diese Hexer auf jeden Fall tot ist. Sonst wird das ungemütlich. So. Jetzt geht das wieder los. Ich bin verflucht, was wollt ihr noch von mir? Wo ging es da denn nochmal hin? So, und hier dürften jetzt keine Blobs mehr sein. Da ist noch so eine blöde Ratte. Die hauen wir direkt weg. Die ist ein bisschen größer, aber das macht ja nichts. Da sind noch mehr große Ratten. Und die hat schon keinen Bock mehr. Aber eigentlich müssten wir zuerst noch darüber. Hier ist der Weg nach Schandstadt, den man von der anderen Seite nicht aufmachen könnte. Dafür braucht man den Schlüssel, den man, ich glaube, vom Klaffdrachen bekommt. Und hier sollte eigentlich ein NPC sein, aber kann auch sein, dass der erst kommt, wenn der Klaffdrache tot ist. Das sieht schwer so aus. So, ach genau, hier ist man auch auf dieser Mauer. Das ist der Kampfbereich. Da erscheint der Klaffdrache. Und ist hier nicht der Hexer? Ich meine, der ist hier eine Ebene tiefer. Ich meine, das ist nicht der, den ich schon getötet habe. Oder doch? Oder doch? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Doch, müsste gesehen haben. Hier ist nämlich eindeutig nichts. Ich weiß nicht, ob ich den Klaffdrachen jetzt großartig mit verminderter HP versuchen soll, aber andererseits in Demon's Souls ist das hier Dauerzustand, also warum eigentlich nicht? Pass auf, Drache. Aha. Eine schwere Armbrust mit ein paar Bolzen. Tatsächlich gucke ich aber gerade auf die Uhr und merke gerade, wir schaffen den Klaffdrachen gar nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, wir haben ja jetzt sowieso hier Ruhe. Dann unterbrechen wir die Episode einfach hier. Dann kommen wir hier zum Ende. Und in der nächsten Folge versuchen wir dann einfach den Klaffdrachen. Kann da gut sein, dass er mich selbst ohne Spezialangriff direkt one-hittet, weil ich jetzt natürlich viel weniger HP habe. Aber ich will es trotzdem versuchen, vielleicht schaffen wir ja zumindest den Schwanz abzuschlagen. Das ist nämlich auch wieder eine fette Waffe, die man dafür bekommt. Und dann müsste man halt in späteren Kämpfen sich nicht mehr darum kümmern. Deswegen ist das eigentlich ganz okay, wenn wir zumindest das schaffen. So, aber ich verabschiede mich an dieser Stelle. In der nächsten Folge Drachenklaff-Action. Ich hoffe, ihr seid dann dabei und wir sehen uns dann wieder.